Tödliches Autorennen auf dem Berliner Kudamm. Im neu aufgelegten Prozess werden die beiden Angeklagten erneut wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit dem Urteil folgt das Berliner Landgericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die inzwischen 27 und 30 Jahre alten Männer haben Anfang 2016 bei einem illegalen Rennen den Wagen eines 69-Jährigen erfasst, der noch am Unfallort starb. Im Februar 2017 wurden beide zu lebenslanger Haft verurteilt, das bundesweit erste Mordurteil in einem derartigen Fall. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil allerdings im Frühjahr 2018 wieder auf, da der bedingte Tötungsvorsatz, Grundlage des Mordurteils, nicht ausreichend belegt war. Seit November wurde der Fall nun neu verhandelt. Inzwischen ist es aber nicht mehr das erste Mordurteil in einem Raser-Prozess. In Hamburg wurde Anfang März ein Raser zu lebenslanger Haft verurteilt, der mit einem gestohlenen Taxi einen tödlichen Unfall verursachte.